vuotta täytin. Isä poltti puisen veturin. Se saunapesän tuhka. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Summer Car. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir stehen vorm TÜV. Wir wollen heute mal den TÜV bewältigen. Und wir wissen, dass wir nicht durchkommen, aber wir wollen ja mal wissen, was der TÜV denn alles so bemängelt. Das werden wir uns mal aufschreiben. Der Bus kommt gerade, der macht wieder einen richtig schönen Lärm. Meine Güte. Ja, und das wollen wir dann in den nächsten Folgen, quasi dann am Mittwoch, denke ich mal, beheben. Denn wir werden heute TÜV machen, dann werden wir erstmal nach Hause düsen und dann werden wir, denke ich mal, am Mittwoch anfangen, die Mängel zu beheben. Mal gucken, wie weit wir kommen, ansonsten machen wir da auch noch am Freitag weiter. Diese ganzen Folgen natürlich wie immer voraufgenommen, weil ich mich schon vor einer Woche dann quasi die Operation hatte, ich mich im Krankenhaus befinde und das mindestens 14 Tage dauert, bis da der erste große Teil da regeneriert ist. Und deswegen musste ich das natürlich dann aufnehmen. Aber ihr wisst das ja schon, ich muss das gar nicht erzählen. Ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. So, TÜV hat nämlich auf. Nutzen wir natürlich aus. Und legen direkt los, würde ich sagen. Und wie gesagt, nach dem TÜV fahren wir einfach mal nach Hause. Fahren wir, wie gesagt, noch eine Runde mit unserem Satsuma. Ich hoffe, der Cousin kommt nicht. Drückt mir die Daumen. Den kann keiner gebrauchen. So, let's go. Bisschen auf Temperatur bringen, das Ding hier. Ich denke mal, Gurte werden bestimmt auch hier bemängelt. Die haben wir ja noch nicht dran. Wir sind ja von Fletari gleich hierher. Die müssen wir natürlich auch noch dran machen. Ich denke mal, das wird eines davon sein, was da ein bisschen bemängelt wird. So, ich würde sagen... Erster Gang, let's go. Oh, Vorsicht, nicht so schnell hier. Nicht, dass wir jetzt dann noch hier irgendwo aufsetzen. Na, rechts? Ne, ist rechts leider nicht. So. Das dürfte aber reichen, denke ich mal. So. Oder? Reicht das? Reicht das? Das müsste rein theoretisch reichen, oder? Wir probieren es aus. Komm. Was soll der Geiz? Klopf, klopf. Warum ist dein Tor offen, wenn du geschlossen hast? Freitag. Ja, gut, der hat schon ein paar Stunden geschlossen. Warum ist die Tür noch offen? Komisch. Momento. Das probieren wir aus. Das probieren wir aus. Wenn ich jetzt hier hingehe... Bietest du den Service trotzdem noch an? Jawohl! Obwohl er geschlossen hat. Ah, ja. Dann machen wir das mal. Ich bin gespannt. Wir kennen das Spiel natürlich. Jetzt fährt das Ding hoch. Tut ein bisschen mit seinem Schraubenzieher am Unterboden rumklopfen. Fährt das Ding runter und dann hat er sein Urteil gefällt. Keine Abgasuntersuchung, keine Spuren, Lampencheck und so. Macht alles nicht, ne? Es tut eigentlich schon weh. Ein Glück machen die das bei uns nicht so in der Realität. Oh, das tut weh, das tut weh. Ja, 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 nicht so dolle. Da ist null Rost. Null Rost. Guck's dir an. Alles sauber. Was ist das? Was ist das? Was ist das? So. Wo ist mein Zettel, wo ist mein Stift? Ich muss mir das mal aufschreiben. Das merkt man sich ja sonst gar nicht. Das wird einiges sein, denke ich mal. Machst halt Überstunden, ne? 16 machst du eigentlich zu. So, also wir sehen, dass keine Kennzeichen da liegt. Das heißt, wir sind durchgefallen. So. Ach, so viel sind es gar nicht. So. Ich schreibe mal ganz schnell auf. Exorcist. Menschen? Was ist wieder mit dem Motor? Und Emission. Ich denke mal, weil der noch nicht im Top-Bereich ist, ne? Ist natürlich dann die Frage, woran liegt's? So, also Exhaust-System ist das Abgassystem. Engine ist der Motor. Drive-System. Engine und Emission.
Also ich hätte ja gedacht, dass es auch Gurt und so fehlt, no, dass das bemängelt. Ist aber nicht so. Exhaust Systems, Engine und Emission. Ich weiß nicht, ist das, weil das nicht richtig eingestellt ist? Ich glaube schon, ne? Da müssen wir ausprobieren. Das ist jetzt das Einzige, was ich wüsste, was der daran rumzumeckern hat. Was ist denn der Motor? Was soll denn mit dem Motor gemeint sein sonst? Ich habe keine Ahnung. Ansonsten muss ich warten, bis ich wieder mit euch zusammen bei Sommerkar spielen kann. Beziehungsweise ihr könnt mir ja gerne die Kommentare drunter schreiben, was die Lösung für Motor und Emission ist. Weil Abgas ist, ich glaube hinten der Auspuff, ne? Da brauchst du den normalen, glaube ich. Ansonsten, ja hier, das ist halt noch nicht richtig eingestellt. Ist damit auch dann der Motor behoben? Ich weiß es nicht. Also das würde ich mal als nächstes quasi angehen. Muss man halt gucken, wie man das am besten dann einstellt. Ich freue mich jetzt schon. So. Nehmen wir mal mit der Ruhe. So. Wenn wir einmal hier sind. So, bevor wir nach Hause fahren. Und ich hier eh schon Zettel und Stift parat habe. Oh Gott, Stress ist hoch. Durst ist hoch. Das ist nicht gut. Aber wir gucken kurz mal ganz kurz hier um die Ecke. Einfach mal, dass wir den Code auch haben. So, was haben wir denn hier so Schönes? 938 267. Gott, mein Stift rutscht ab. 439. Gut. Dann haben wir das auch mal aufgeschrieben. So, komm. Rauch mal eine Zigarette auf Lungenex. Dass der Stress weggeht. So. Was ist das? Nee, mach mal. Hier kommt. Das reicht. Pff, weg damit. So. Stress ist ja schon mal weg. Okay. Das können wir zulassen. So. Hat. Oh, da müssen wir uns aber beeilen, ne? Da müssen wir uns aber beeilen. Schnell ans Steuer. Was ist da alles drinnen? Let's go. Ich wollte noch die Kanister auffüllen. Bis um 8 haben wir Zeit. So, ach, raus hier. So, komm mal rauf, mal rauf. Wenn es mal schnell gehen soll, ne? So. Gut, das klappte noch. Ist voll, okay. Und jetzt noch schnell den anderen. So. Ist der noch voll? Wird mal einen Haufen Geld sparen, ne? Ne, der ist natürlich nicht voll. Wäre ja eine Überraschung, wenn das mal voll gewesen wäre, ne? Ah, haben wir gerade noch so geschafft, ne? Das war die Last-Minute-Tankung. Schön wundern, dass überhaupt der TÜV noch geklappt hat. Obwohl der schon seit 16 Uhr eigentlich zu hat. So. So, hier zu. Zu, was müssen wir zahlen? 79 Marker, Schnäppchen. Ah, ja. Willst du mich verarschen? Ich hab gerade gedacht, wenn ich jetzt abhaue. Das ist eine Logik, Daimo, das ist eine Logik. Kann ich hier bezahlen? Ey, ist gerade erst um 8 geworden, ne? Und jetzt kann ich hier nicht bezahlen und dann krieg ich wieder... Ja, komm. Dann zahle ich die Strafe. Ich weiß nicht, ob man eine Strafe bezahlen muss, aber... Du wirst ja gezwungen dazu, illegal zu tanken. Weil kann er jetzt schlecht warten, bis Timo wieder morgen aufwacht. So, 79 Marker stehen auf der Uhr. Naja. So. So. Wartet kurz. Ich muss noch Timer Bescheid sagen. Kann ich mich wenigstens rausreden. Das läuft ja wieder hier richtig gut. Timo, ich hab getankt und du hast jetzt hier gut zugemacht. Ich kann nicht bezahlen. 79 Marker sind noch offen. Ich würde jetzt nach Hause fahren. Nicht, dass du mich anzeigst oder hier irgendein Bußgeld aufdrückst, nur dass du Bescheid weißt.
Sobald du wieder aufmachst, komm ich bezahlen. Mach's gut, mein Freund. Ich muss natürlich die Taste auch gedrückt halten. Na, das läuft ja mal wieder. Gut, dann fahren wir jetzt nach Hause. Was soll ich alles machen? Du wirst halt bloß nicht vergessen zu bezahlen. Beziehungsweise mal gucken. Ich bin ja mal gespannt, was das uns kostet. So, erster Gang, let's go. Ab nach Hause. Gut, das heißt dann in der nächsten Folge auf jeden Fall die Abgaseinstellung auf jeden Fall ändern. Dann... Oh, echt jetzt. Wir müssen aufpassen, wenn jetzt... Oh, Bus. Wenn da wirklich die Polizei hier vorne steht, haben wir ein Problem, ne? Ja, es wird schneller, also stehen sie hier vorne. Brauchst sowieso so einen Arsch am Meer, ey. Ei. Da hat der sich auch noch festgefahren oder was? Willst du mich verarschen? Okay, ich sehe jetzt schon, dass wir uns unser Zimmer schrotten, ey. Willst du mich verarschen? Muss doch hier hinten rankommen. Oh, warte. Ja, hier wieder ausgegangen, ne? Also, wenn so eine Flucht verläuft, dann eine gute Nacht, ne? Dann ist noch alles dran, sehr schön. Aber wir können jetzt hier nicht anhalten. Die Strafe wird so teuer. Weil unser Auto ist nicht zugelassen. Let's go. Hat ja schon mal geklappt mit der Umfahrung, ne? Kennzeichen ist doch keins dran. Wen wollen sie anzeigen? Ei. So, erfolgreich umfahren, wa? Würde ich behaupten. So, hier, zweiter Gang, let's go, weg hier. Die kommen hier nicht hinterher, dann läuft das. So. Hupe geht. Und dann noch ein Radarbuster 3000 benutzt. Das wäre richtig teuer geworden. Oh. Ein Glück konnten wir uns aus der Affäre ziehen. Vorsicht. Ach, sehr schön. Die haben uns jetzt noch gefehlt, ja. Wir fahren hier mit nicht zugelassenem Wagen. Und... Okay. Das wird richtig schön warm. Ja, ich freue mich. Wollen wir in der nächsten Folge nach... den Flüssigkeiten nachgucken, ne? Ist ja nicht normal, dass es so warm wird. Ja, wie gesagt, nicht zugelassenen Wagen haben wir gefahren und die Nutzung von Radarbuster 3000. Das wäre teuer. Das wäre sehr teuer. Haben kein Geld. Auch mal. Und wir haben Alkohol getrunken. Das kommt noch dazu. Ich sehe nichts. Gib die Hand runter. Mutig. Und wir haben Alkohol getrunken. Oh Gott. Aufpassen, der läuft richtig heiß, der Satsuma. Nicht gut. Oh Gott. Die Pferde hauen ja gar nicht hin. Ich sehe schon, dass wir wahrscheinlich nochmal den Satsuma zum Fletari geben müssen, um die Motoreinstellung nochmal zu machen. Weil die haut ja gar nicht hin. Ich glaube, Abgassystem ist der Auspuff, glaube ich, gemeint. Wenn ich richtig liege, ihr dürft mich gerne korrigieren in den Kommentaren. Motor weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint sein sollte. Liegt es am Vierfachvergaser? Ich glaube, das spielt doch keine Rolle, oder?
Also Engine, keine Ahnung, was sie damit meint beim TÜV. Und Emission ist, glaube ich, hier und diese Abgasdings da, oder? Wie gesagt, ihr dürft mich gerne korrigieren. Oh, wow, 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 wow. Er läuft bei dem Kollegen hier, hä? Aber wieder geschlängert ist er. Halleluja. Das geht doch. Kann doch mal ins Auge gehen. Ja, muss man nach Hause kommen. Temperatur geht etwas zurück. Das sollte man, denke ich mal, mit als erstes überprüfen. Am Mittwoch in der Folge. Traut sich gar nicht so richtig Gas zu geben, wenn die Temperatur so hoch ist, ne? So, ein kurzes Stück. Und dann haben wir es mal ohne Cousin geschafft wieder. Letzte Woche hatten wir auch eine Folge, ne? Geben, wie das wieder ausgeht. Das wäre fatal. Sehr schön. Ich sehe gar nichts gerade. Ich muss raten. Ja, gut. Holla, die Wolfi. Das war knapp, ne? Gut. Ich bin aber ehrlich gesagt überrascht, dass gar nicht so viel beim TÜV bemängelt worden ist. Zwei Sachen kann ich mir erklären. Wie gesagt, einmal der Auspuff, den müssen wir auf jeden Fall umbauen. Sprich, Auspuff müssten wir auch umbauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, sprich, bei den Auspuff muss man auch ändern. Abgassystem. Sprich, wir müssten auch den alten Vergaser wieder anbauen. Das wäre das eine. Und die Emission, also hier die Einstellung. Aber Motor habe ich absolut keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht könnt ihr es mir sagen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, sobald ich kann, werde ich natürlich dann auch darauf eingehen. Ansonsten bleibt der TÜV weg, ne? Dann fahren wir halt so wie gerade eben. Einfach mal ausweichen. Dank des Radarbuster 3000 ist das ja kein Problem. Vorsicht, Hecke, das war zu früh eingelenkt, mein Freund. So, was müssen wir hier? Ja, komm, das schaffst du. Ja gut, so kann man es stehen lassen, denke ich mal. Bis zum Mittwoch können wir den hier so stehen lassen. Dann können wir auch, wie gesagt, hier die Gurte einbauen. Wie gesagt, ich glaube, komplett Auspuff. Also muss der alte Auspuff dran. Wie immer wüsste, wo der ist. Auspuff. Ja, weg. Ich glaube. Motor liegt aber nicht daran, dass wir den Satsuma GT-Deckel Öldeckel drauf haben, ne? Glaube ich nicht. Genau den brauchen wir. Das Problem ist, bei dem Auspuffrohr, was wir gerade aktuell draufgeschraubt haben, passt der hier nicht. So, das heißt, wir müssen das alte Auspuffrohr auch drauf machen. Dann müssen wir den den alten Krümmer mit installieren, weil auf den neuen passt das auch nicht. Hier, liegt der Motor, liegt das an der Schwung? Radscheibe, wie sich das Ding hier schimpft, dass da der Motor beim TÜV bemängelt worden ist. Der geht, glaube ich, auch nicht. Da ist er. Den bräuchten wir. Den müssten wir wieder installieren. Ich freue mich. Ein Ast. Und ich glaube, das müssten wir installieren. Dann wäre die Abgasanlage quasi, das Abgassystem damit erledigt. Emission ist, glaube ich, wie gesagt, die Einstellung, das Gemisch und Motor habe ich keine Ahnung.
Könnte das das Flying Wheel sein? Weil wir ja schon das Tuning-Teil da drin haben. Aber kann ich mir eigentlich ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Wäre totaler Schwachsinn. Das brauchen wir, glaube ich, auch noch, ne? Das gehört ja quasi so und so irgendwie drauf. Und dann festschrauben. Genau. Gut, dann müssen wir mal ein bisschen gucken. Das würde ich auf jeden Fall so umbauen. Ich hoffe, ich mache das nicht umsonst. Weil alles andere hat er nicht bemängelt, erstaunlicherweise. Von wegen GT-Teile und so. Das funktioniert nicht. Das hat er nicht bemängelt. Cool. Also da haben wir echt... Ich hätte mit viel mehr gerechnet. Aber wir haben drei Sachen, wie gesagt. Motor, Abgas, Ansystem und Emulsion. Müssen wir mal gucken. Also Abgassystem, Gurte, das werden wir auf jeden Fall am Mittwoch schaffen. Einstellen müssen wir mal gucken. Ansonsten müssen wir das mit am Freitag machen. Und dann ist die Frage, was ist halt mit Motor gemeint? Ich glaube, zur Not würde ich da gerne auf eure Kommentare dann warten, um da auf Nummer sicher zu gehen. Bevor wir wieder zum TÜV fahren, der dann immer noch dort Motor schreibt als einziges und ich weiß immer noch nicht, was mit Motor gemeint ist. Das wäre ein bisschen blöd. Müssen wir mal gucken. Und ich sehe gerade, wir sind am Ende mit der neuen Folge. Wir sind schon über drüber. Mit der neuen Folge von My Sommercar. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr seht, gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen. Und wer es noch nicht gemacht hat, gerne ein kostenloses Abo. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am Mittwoch zu einer neuen Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen, verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.